Wer schauen kann, der sehe. Wer sehen kann, der betrachte. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video von mir. Und diesmal gibt es von mir eine Rezension zu dem Buch Die Stadt der Blinden von José Saramago. Das Buch ist erschienen im BTB Verlag, hat ungefähr 398 Seiten und kostet als Taschenbuchausgabe 10,99 Euro. Eigentlich ist es ein ganz normaler Tag und ein Mann wartet lediglich darauf, dass die Ampel, an der er steht, von rot auf grün springt. Aber plötzlich sieht er gar nichts mehr, sondern er sieht alles weiß. Er ist erblindet und gerät natürlich in Panik, aber gleich auch sind ein paar Leute da, die ihm helfen wollen. Und ein Mann bringt ihn nach Hause, stiehlt ihm allerdings das Auto. Doch zur Strafe, wenige Stunden später, ist auch er blind. Die Frau des ersten Blinden geht mit diesem zum Arzt, um natürlich die Ursache zu erforschen, wie er plötzlich blind werden kann. Und der Arzt ist ein ganz kompetenter und versucht es halt herauszufinden und sich abends noch damit zu beschäftigen. Doch dann merkt er, dass auch er blind geworden ist. Er hatte noch Zeit, das Gesundheitsamt bzw. die Regierung zu informieren. Obwohl Blindheit nämlich nicht ansteckend ist, scheint es ja irgendwie um sich zu greifen und eine Epidemie zu werden. Und so kommt es, dass der Arzt und seine Frau abgeholt werden und in Quarantäne gebracht werden. Die Frau des Arztes ist noch nicht erblindet, allerdings behauptet sie auch blind zu sein, um eben bei ihrem Mann bleiben zu können. Der blinde Arzt, die Frau des blinden Arztes und der erste Blinde und seine Frau, noch einige andere, werden in eine leerstehende Irrenanstalt gebracht, dort in Quarantäne gesetzt und von Soldaten bewacht. Es gibt ein paar Anweisungen, sie werden dort quasi eingesperrt. Es soll dreimal am Tag eine Kiste mit Nahrung kommen, die sie sich dann untereinander aufteilen sollen, und ansonsten werden sie komplett allein gelassen. Denn auch die Regierung hat Angst, sich anzustecken, und die Soldaten sind draußen sehr in Angst, und Menschen mit Angst und Waffe, das ist nicht so eine gute Kombination. Aufgrund dieser Angst leidet es auch sehr, sehr an der Menschlichkeit. Es werden immer mehr Blinde in diese Irrenanstalt gebracht, eigentlich viel zu viele. Das Essen reicht nicht einmal für alle und außerdem können sie sich auch nicht so richtig organisieren, und so kommt es, wie es kommen muss. Es gibt immer Menschen, die die Situation ausnutzen, und auch wenn sie selbst erblindet sind, sind sie trotzdem noch die Bösen und versuchen, die anderen zu unterdrücken, und so kommt es zu einer ziemlichen Konfrontation und zu Spannungen in dieser Gruppe. Die einen verlangen von den anderen unmögliche, unmenschliche Sachen. Und überall steht die Frau des blinden Arztes, die sehen kann, die es aber niemanden verrät aus Angst, dass sie eben ausgenutzt wird. Aber sie ist die gute Seele des Hauses, verbindet die Charaktere miteinander und wünscht sich an manchen Tagen doch auch blind zu sein, denn das, was sie dort sehen muss, wie die Menschen eben in ihrem eigenen Dreck ersticken, leben müssen, wie das denen aber völlig egal ist, möchte sie am liebsten, dass sie eben auch dieses ganze Elend nicht sehen muss. Das Buch besteht aus zwei Teilen. In dem ersten Teil sind die Blinden in der Irrenanstalt gefangen. Es ist dieses geschlossene Raumszenario, was mir persönlich immer sehr, sehr gut gefällt. Eben die Handlungen sind begrenzt durch diese Räume. Es spielen sich ein paar Charaktere hier heraus, die eben so eine Art Gruppe bilden. Da wäre eben die Frau des Arztes, der blinde Arzt, der erste Blinde und seine Frau. Und dann noch einige Personen, die im Wartezimmer des Arztes saßen. Da wäre die Frau mit der Sonnenbrille, der kleine schielende Junge und der Mann mit der Augenklappe, die eben so eine Einheit bilden, weil sie sich eben untereinander vertrauen können und auch ziemlich bald merken, dass die Frau des Arztes auch gar nicht so blind ist, ihr aber trotzdem vertrauen. Der zweite Teil ist schon wieder so Open-World-mäßig, nenne ich es jetzt einfach mal. Man sieht draußen, alle sind mittlerweile erblindet, die Krankheit hat um sich gegriffen. Sie konnte von der Regierung nicht eingedämmt werden. Man sieht eben, wie die Menschen draußen versuchen zu überleben. Alle sind irgendwie blind und es gibt natürlich kein Wasser, keine Stromversorgung. Das Essen wird knapp. Alle irren nur irgendwie herum, versuchen sich in kleineren Grüppchen untereinander zu bleiben und zu verständigen und irgendwie etwas zu organisieren. Doch eine große Organisation bleibt eben auf. Jeder ist auf sich alleine gestellt.
Und so geht die Welt draußen langsam zugrunde. Das Buch spielt mit einem erschreckenden Szenario. Ich glaube, für Sehende gibt es einfach nichts, keine schlimmere Vorstellung, als plötzlich blind zu sein und auf sich selbst gestellt zu sein. Eben mit einer plötzlichen Blindheit. Wie soll man überleben? All diese all diese Selbstverständlichkeiten des Alltags werden ja plötzlich zu einer Hürde, zu einer Schwierigkeit. Und wenn man niemanden hat, der eben einen leiten kann, weil derjenige natürlich auch erblindet ist, wird das Ganze natürlich zu einer großen, großen Schwierigkeit. Und dieses Buch spielt so ein bisschen mit der Angst, Sarah Maro spielt so ein bisschen mit dieser Angst der Menschen, was er ziemlich fantastisch macht. Der Fokus liegt natürlich auf dieser Gruppe von Menschen, die auch immer zusammen zu bleiben versuchen und natürlich auch untereinander mal streiten und Differenzen haben, aber trotzdem sehr, sehr gut als Einheit funktioniert, weil eben die Frau des Blinden alle irgendwie zusammenhält. Der Fokus liegt, wie gesagt, auf dieser Gruppe, aber noch mehr heraussticht davon die Frau des blinden Arztes. Sie ist eben so eine gute Seele und erblindet zunächst auch nicht und bleibt immer sehend. Und eigentlich hat sie noch ein schlimmeres Los getroffen als die anderen, denn sie muss, wie gesagt, das Elend der anderen sehen, sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern auch um die anderen. Und dann in einer Welt, in der alle nur noch blind sind, auch irgendwie zu überleben und nämlich nicht nur für sich selbst verantwortlich zu sein, sondern die ganze Last der anderen auch noch mit sich zu tragen. Der erste Teil hat mir ein bisschen besser gefallen. Ich stehe sehr auf geschlossene Räume-Szenario. Szenarien, das finde ich immer sehr, sehr gut, weil man eben einen begrenzten Spielraum hat. Wenn man viele Menschen zusammen irgendwo einsperrt, ist das natürlich auch immer so, dass es irgendwie immer Differenzen gibt und welche, die eben die Situation der anderen ausnutzen und böse sind und zwar richtig böse. Und hier ist es auch so passiert, dass man eben so richtig wütend wird, weil die das so ausnutzen, so böse sind und so. Oh, und wie können sie nur? Und sie sind doch alle in derselben Situation. Und das hat der Autor ziemlich erschreckend hier dargestellt. Der zweite Teil ist auch gut, ist eben ein bisschen anders, weil es eben so eine offene Welt ist. Sie irren darin herum, versuchen irgendwie zu überleben, an Essen zu kommen, an Kleidung zu kommen, sich irgendwie sauber zu halten, obwohl es kein Wasser gibt. Und eben diese Alltäglichkeiten, die so selbstverständlich für uns alle sind, eben für diese Menschen eben zu einer großen, großen Herausforderung zu werden. Das Ende des Buches hat mir hier sehr, sehr gut gefallen. Das ist wirklich ein fantastisches Ende. Dieses Buch hätte einfach nicht besser enden können. Aber ich möchte es euch natürlich nicht vorwegnehmen. Sarah Maro schreibt hier in einer, ich hoffe, den Autor spricht man so aus, hat einen ziemlich eigenen Schreibstil. Erstmal benennt er niemanden, keinen der Protagonisten mit Namen. Alle haben so eher so Attribute, die sie beschreiben. Eher die Frau des Arztes, der blinde Arzt, die Frau mit der Sonnenbrille, wie ich ja schon gesagt habe. Es wird hier nicht ein Charakter definiert durch einen Namen. Manchmal hat man ja schon so ein Bild vor Augen, wenn man einen Namen hat. Das soll der Leser hier aber nicht, sondern er hat eben nur diese Menschen, die durch eine Äußerlichkeit quasi charakterisiert werden und den Charakter erst eigentlich durch ihre Handlung und durch das, was sie sagen, herausgebildet werden. Und das finde ich hier ziemlich, ziemlich gut. Des Weiteren hat der Autor auch seine eigene Art und Weise, das alles zu beschreiben. Er schreibt riesige, lange Sätze, die aus mehreren Sätzen bestehen. Man merkt das dann halt auch immer so, dass die Sätze eigentlich auch nichts miteinander zu tun haben, sondern halt als so Sätze für sich. Aber sie werden alle durch Komma getrennt. Und nach dem Komma schreibt er auch oftmals groß. Und besonders merkt man das bei Kommunikation untereinander der Leute. Das ist immer ein bisschen schwierig, sich dann so reinzufinden, weil er eben nicht durch Punkt oder Anführungsstriche gekennzeichnet wird. Aber man kommt ziemlich schnell rein und das ist zwar eine eigene Art, das zu schreiben, aber es unterstreicht den Charakter der Geschichte. Insgesamt gesehen ist es ein fantastisches Buch, eine wunderbare Erzählung, die natürlich mit einer Urangst der Menschen schreibt. Es ist weniger gruselig, dass alle blind sind und da irgendwas Böses rumschwirrt, sondern eben, wie die Menschen versuchen zu überleben, wie die Verhältnisse plötzlich sind, wie es ausgenutzt wird, wie die Menschen untereinander, miteinander umgehen und wie sie versuchen, irgendwie zu überleben. Das ist eigentlich das, worum es in diesem Buch geht und was dieses Buch ziemlich fantastisch werden lässt. Es ist eine absolute Leseempfehlung von mir. Ja, das war schon mit einem kleinen Video von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Habt ihr dieses Buch denn schon gelesen? Macht es euch genauso viel Angst, blind zu sein, wie es mir Angst macht? Das ist eine der größten Horrorvorstellungen, die ich habe, blind zu sein. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich über den Austausch mit euch. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin.
Bye, bye.